tickt denn der Hans? Ja. Hallo Hans, wo bist denn du? An meinem Feld. Ah. Ich bräuchte ein bisschen Saatgut. Ja, Moment. Ich guck mal grad. Komm mal eben rüber. Jupp. Ich habe mir dieses Feld gekauft mit satten 24.000 Steuern. Das finde ich teuer. Ich habe knapp 30.000 Steuern gezahlt. Die Maestro hat eine Düngefunktion mit dabei. Ja, hat Düngefunktion. Das ist ja dabei. Nice. Und die hat 9 Meter. Ja. Da habe ich schon was Gutes gekauft, glaube ich. Können ja auflegen, ne? Hm? Saatgut wolltest du. Die Paletten? Moment, muss kurz gucken. Ja, ich hätte gern 4 Paletten. Nee, okay. Quatsch. Mach mal eine. Ja. Und ein Dünger Big Pack. Ein Dünger. Kriegen wir hin. So, bitteschön. Danke. Aber warte mal noch kurz. Kann sein, dass ich noch ein bisschen mehr brauche. Weiß nicht genau, wie viel hier reingeht. Sag sonst gleich einfach wieder noch über Bescheid. Jo. Tschö. Ja, tschö. Kann ich hier nichts einladen. Hallo? Volker? Ja. Frage habe ich. Na, frag mal. Fährst du gerade irgendwie hoch zum Händler? Ich bin gerade beim Händler, ja. Ich muss da hochkommen irgendwie. Muss mein Mietrecher abholen. Ich fahre jetzt aber in nächster Zeit nicht hoch. Tut mir leid. Weil ich muss jetzt gleich noch zum Stromberger. Der wollte ein paar Bäume gefällt haben. Okay, der Harry da oben. Ist er das? Hier bei mir ist er gerade nicht. Wobei, warte mal, da stehen zwei Leute rum. Weiß aber nicht, wer das ist. Hans-Peter und... Keine Ahnung, wer das noch ist. Wie soll ich das denn jetzt übrigens mit der Bio-Abnahme da machen? Soll ich den Stromberger sagen, der soll mir das überweisen, oder? Ja, er muss dir machen? Die Prozente überweisen. Okay. Dann danke ich dir, ne? Und denkst du an mein Gebäude? Ja, ich komme jetzt gleich vorbei. Ich habe jetzt gleich alles unten, dann komme ich vorbei. Na, stellst du mir noch so ein Multisilo hin? Ja. Ich fällt mir nur ein. Ich weiß noch. Ich habe noch keinen Platz für das Ding. Okay, ich komme doch noch mal kurz gleich runter. Ja, ich komme jetzt gleich. Dauert noch was. Jo, okay. Jo, ciao. Ciao. Ja, FZ60. Ja, dann würde ich FZ60 nehmen. Standardfarbe. In Rot. Case Rot, also das Case Rot ist ja auch Steierrot. Ja. Ja. Und dann würde ich noch ein. Dann nehme ich mal ein. Eine. Schaufel dazu. Ja. Die Schaufel würde ich dann auch in Rot nehmen. Das ist ja komisch, finde ich. Und dann bräuchte ich noch was. Was denn? Eine Kettensäge. Welche? Die Husqvarna. Ja.
Und dann bräuchte ich einen Drescher. Oh, sagen Sie doch. Sagen Sie doch hintereinander. Ich gehe immer aus dem Katalog raus. Weil ich denke, Sie sind fertig. Okay, einen Drescher. Ja. Welchen? Einen. Ja, da würde ich mal, weil sonst ist es zu teuer, einen Rostle Mesh Nova 330 nehmen. Ja. Mit einem, mit dem passenden Schneidwerk dazu, dem Power Stream 500. So, und dann brauche ich noch ein. Sind sofort unerträglich. Hallo? Hallo, Herr Müller, Sie wollen, dass ich Sie anrufe. Ich hätte es fast vergessen. Jo. Und zwar, das LU hat den Flug jetzt selbst beim Hans-Peter im Einsatz. Was ist denn das für ein zuverlässiges Sauhaufen? Keine Ahnung. Ey. Da muss ich dem Marlon gleich mal auf die Füße treten später. Ja. Okay, gut, dann lassen wir das erstmal. Dann haben sie Pech gehabt, verdienen sie halt kein Geld. Hab schon den nächsten Auftrag. Jo, bis dann. Ja, ciao. 8600. AK 8600. Ja. Standardreifenvariante. Breitreifen. Was ist das? Eine Sämaschine. Hans, die Geschäfte laufen, ne? Mhm. Oh ja, Sämaschine, was empfehlen Sie denn da? Ah. Eine Ach Hinto. Ja. Weiß ich, glaube ich schon. Eine Horsch Pronto hätte ich da gerne. Noch was? Ja. Ja, sagen Sie. Ja, das muss ich dann noch abklären, weil ich bräuchte dann noch in Zukunft noch so eine Baumstumpenfräse und einen Häcksler. Aber das muss ich alles erst schauen. Jetzt fahre ich mal das alles weg. Jo. Jo, tschüss. Tschö. Hans? Ja. Ich glaube, den Dünger und das Saatgut hast du vom falschen Konto bezahlt. Ja. Aber ich danke recht schön, gell? Ja, brauche ich trotzdem nochmal 2000 Liter Dünger. 2000 Liter Dünger? Also ja, aber warte kurz, bis die Ding weg ist. Die Schaufel. Kommen hier wieder zu nichts. Ja, du machst Geschäfte, das ist doch auch was. Was macht der Müller? Der macht auch nichts. Der sollte eigentlich für mich das helfen, aber macht er nicht. Jetzt fährt er nicht weg. Was ist denn jetzt los? Ah, dann kauf mal die Dinger. Hans? Ja? Hast du den Dünger gekauft? Nein. Mach mal. Muss zum Schromberger. Zwei Dünger Big Packs? Jo, zwei. Ja, sehr gute Position. Danke. Ja, bitte. Oh, Junge, was? Puh, Junge, der ist geisteskrank. Alter, jetzt steht ihm sein scheiß Drescher im Weg. Herr Müller? Ja, guten Tag. Ich habe ihm aus Versehen falsche gegeben. Sie haben jetzt aber. Gut. Kann nicht den Motor ausmachen, wenn Sie arbeiten wollen. Ja. Ich hätte nur gerade gedacht, ich habe den noch raus. Gut, bis dann, Hans, gell? Tschüss. Bis dann. Tschö. Ich muss mich sputen, ey. Bin schon 2 Stunden zu spät. Ne, eine Stunde bin ich zu spät. Naja.
Ich weiß nicht, was ich da unten jetzt dann anpflanzen soll. Muss ich dann mal gucken. Ah, warte mal, den Harry wollte ich noch. Also Lecks haben wir heute in ausreichender Anzahl. Hier komme ich zur Polente. Aber jetzt fängt es regnen an. Ich muss ja auch noch im Nassen arbeiten. Okay, hier sind wir ja schon. Hey, ja, guten Tag. Hallo, Herr Stromberger, ich wäre jetzt oben bei der Polizei. Also, ich bin, glaube ich, hier beim Zelt. Oh, es regnet auch schon wieder. Hallo. Ja. Guten Tag, Herr Varuna. Kommen Sie mal mit. Jo. Wie Sie sehen, war ich hier schon fleißig. Ja, ich sehe es. Ich habe hier, Moment. Ich. Überall schön schon X, überall angeXt. Okay, würden Sie mir dann gerade noch den Auftrag gegenzeichnen? Ja, Moment. Dass ich hier auch arbeiten darf. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Habe ich mir das Scheißwetter ausgesucht. Sie müssten eigentlich schon arbeiten können. Gerade ging es nicht. Ich probiere nochmal. Ach so. Ja. Aber das ist ein bisschen doof. Moment. Der ist ein bisschen doof hier. Probieren wir bei einem anderen. Ja, das ist auch komisch. Hä? Irgendwie ist es schlechter geworden, habe ich das Gefühl. Geh mal weg hier. Sogar deutlich schlechter geworden. Ich weiß nicht, was Scheinstein 1.5 geändert hat. Also, ich vermute, dass das mit den Ästen zusammenhängt. Das ist ja schrecklich. Wieso? Also, ich kann sie ganz normal absägen. Ja, ich muss voll lange suchen, bis ich den richtigen Trigger finde. Also, ich muss zwar fast, ich stehe schon fast im Baum drinne. Jetzt hat's doch geklappt. Hä? Lol. Komisch. Warum zwar sind deine... Zwar muss man fast im Baum drin stehen. Warum sind deine jetzt noch mit Ästen? Deine ist auch noch mit der Ast. Ja, eben. Aber als ich gerade meine unten gefällt habe, sind die Äste direkt despawned. Okay. Ja. Merkwürdig.
Ja. Ich habe ganz besondere Bäume. Weißt du? Astbäume. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt bei allen Bäumen so, aber komisch. Naja, okay, gut, dann arbeite ich mal ein bisschen. Alter, was ein langer Dinger hier. Pff, viel Spaß, wer die rausholen muss. Wahrscheinlich ich selber. Ja. Ups, also. Schiedwetter.